frieren lassen. Die Djinn haben wohl Einfluss auf die Elemente. Nein, du laberst, Digga. Du laberst nur, ey. Und tatsächlich labert er nur. Okay. So, also... Wow! Oh. Alter. So, ich muss da erstmal drauf klarkommen. Ich muss da... Ich hätte nicht zurückspulen brauchen. Das ist blöd, man kann nicht mehr steuern, wie weit man zurückspult, sondern das Spiel gibt es einem vor, das ist ein bisschen behindert. Erstmal duschen. Er hält gerade seine Hand, dass er was sieht, ja klar. Warte, das will ich nochmal sehen. Okay, das war natürlich wichtig. Hauptsache erstmal vor dem Nassen geschützt werden. Arm. Davor halten. Ja, weiß ich nicht. Was, wer schreit da? Digga, es ist Mittagsruhe, ey. Tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Ja, weißt du, erst Hilferufe, ja? Das könnte auch ein Internetbetrüger sein, ja? Hallo? Laut. So. Ja, blöd, wenn er seinen Laptop anhat. Ne, also ist gut, wenn er seinen Laptop nebenbei anhat. Und blöd, wenn man den Ton nicht ausgemacht hat. Ja, ärgerlich. Haben die Wachen die Gefangenen aufgegeben? Niemand sollte so sterben. Doch. Die haben alle irgendwas Böses gemacht und das geht schon mal. Nicht so rumheulen, Prinz, ey. Du hast es gut, also beschwer dich mal nicht hier über irgendwas. Oh oh. Bring it on, Bitches, würde ich mal sagen. So, erstmal Schild wegstoßen. Zack. Das Gemetzel kann beginnen. Und dann, boah, voll ins Gesicht, ey. Das ist totales Akku-Kind, ey. Weißt du? Also der Schlag ins Gesicht dann, Herr Prinz, der war wirklich unnötig. Den hätte es nicht gebraucht. Da muss ich doch jetzt mal ehrlich sein und da die Sand-Fraktion verteidigen. Die recht hat, wenn sie sagt, es geht so nicht, ja. Also es macht auch so irgendwie keinen Spaß mehr. Zack, Upgrade. Wirbelwind Stufe 3. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Ich will so lange wie möglich diesen epischen Wirbelwind haben. Gut, das ist noch nicht episch. Das ist ja gar nichts. Das ist eine Explosion, fertig. Rampü schnarch. Schnarch, so. Ich hab's versprochen und ich halte das Versprechen. Stufe 4 wird ein epischer Scheißaktion. Es wird eine epische, verkackte Scheißaktion. Ist wirklich so. Ist nicht ein bisschen übertrieben, aber naja, nee, doch. Ist nicht übertrieben, es wird wirklich geil. Aber soweit sollten wir erstmal kommen. Was wir in dem Raum machen müssen, exakt, weiß man nicht, ne? Ah, wir wissen's schon. Zack. Also, natürlich ist es jetzt ganz schön und gut, aber man muss später dann ziemlich schnell umschalt los und das mit anderen Händen, mit anderen Tasten kombinieren. Deswegen, nicht wundern, wenn ich abgefuckte Scheiße mache, das passt schon so. Ist nur zur Übung für später, das hat alles Sinn und Zweck. Das war, naja, sagen wir mal dumm. Behaupt mir mal, es wäre dumm, Alter! Behaupten wir mal, es wäre dumm gewesen. Alter! Ich meine, was? Warum geht es denn jetzt? Warum ging es gerade nicht? Ist doch ein Witz, ey. Naja, gut. So, was ist hier? Hier hängen viele Vogelkäfige rum. Wir sind im Bestiarium. Wohl bekannt aus Spiel 1, hier aus Sense of Time oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Muss auch selber wissen, ne? Ich muss zum Palast zurück, Malik finden. Okay, zum Palast zurück, Malik finden. Hört sich ja prinzipiell mal ganz einfach an, ja? Wird zwar nur das Schwerste, was wir hier gemacht haben, aber vom Prinzip her ist das eine Idee, wo man mitarbeiten kann, ja? Das ist was, wo ich sage, der Plan steht. So muss das.
Der Prinz. Mutig in seinen Aktionen, stark akrobatisch, ein echter Traumtyp. Charakterlich. Naja, gut, es geht. Es geht. Besser, aber da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Muss auch so zufrieden sein mit dem, was man hat irgendwo, ne? Also. Aber der Prinz, ich meine ehrlich, da könnte er noch so ein bisschen an sich arbeiten. Das war die falsche Taste. Noch so ein bisschen an sich arbeiten. Bin ich ehrlich, da geht, da ist noch Potenzial. Da ist noch Luft nach oben. Ich meine, bringt auch nichts, wenn Luft nach unten ist irgendwo, weißt du? Weil die Füße müssen auch nicht atmen. Oh oh. Ich frage mich, wie gut das befestigt ist. Besser nicht darüber nachdenken. Ah, Prinz, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Gar nicht so sicher wäre ich mir da. Aber wir wissen immer, wo es lang geht. Das ist schon mal schön. So, Action! Wir drehen hier für einen Film in der Hauptrolle Prinz. Er heißt einfach Prinz. So, einmal rum. Ich komme mit der Seitensteuerung noch nicht so ganz klar. Aber das wird schon noch. Wow, war das jetzt wirklich so nötig, mir klarzumachen, dass ich fast gestorben wäre? Boah, man kann aber auch wirklich dummes Zeug machen. Hauptsache den Spieler mal unter Druck setzen, wichtig. Das ganze scheiß Gebäude stürzt ein, aber ich sitze wieder vorm PC und spiele WoW oder so. Nee. Die Leute, die da drin sind, in Käfigen runterfallen, sind die dann tot? Oder? Dieser blaue Staub. Da, glaube ich, geht noch was. Wo kam er her? Wo ging er hin? Was machte das denn für einen Sinn? Oder so ehrlich, oder das Volk der Djinn. Das hat keinen Sinn gemacht. Es war, ne, egal. So, kommen mal alle her. Fresst mein Wirbelsturm, ey. Spastikinder. Das Bild ist, du musst die an alle einzeln aufsaugen. So, das ist ein bisschen hinderlich, aber naja. Da ist der Vierer-Wirbelsturm besser, weil der... Also Wirbelsturmstufe 4 besser, weil der macht da kurz einen Prozess. So, nein, du stößt den stoßen, danke. Ja, man kann auch mit E stoßen. Jetzt könnte ich es auch mit dem Mausrad. Jetzt habe ich mir eine neue Maus besorgt und alles ist gut. Also jetzt ist auch komplett für den Arsch alles. Dann, wenn man das Mausrad nicht drücken kann, dann muss man es drücken. Wenn man es nicht mehr drücken braucht, dann kann man es auf einmal wieder. Murphys Gesetz war es doch, ne? Es geht alles schief, was schief gehen kann, so ungefähr. Murphys erstes Gesetz, wohlgemerkt. So, oh, jetzt geh doch mal auf den drauf, ey. Legst mich doch. Legst mich nieder. Mein Hals tut weh. Aua. Ah, okay. So. Einmal bitte das gute Zeug. Ach so, Sphärenbingo. Rot. Wow! Geh weg, ey. Sphärenbingo rot. Yes! Okay, wir müssen eine Streak hinlegen. Nichts. Zwei in Folge. Rot. Nein! Scheiße. Okay, unser Rekord ist 2 in Folge. Wir merken uns das. Links rot, rechts nichts. Also links rot, rechts nichts. Und wer hat den Punkt? Wer hat den Punkt? Aha, 2-0. Tukaloni, der alte Sphären-Bingo-König. Was gibt es hier zu tun? Irgendwo müssen wir doch... Ja, hier, der Schalter, da könnte was gehen. So, zack. Jetzt kommt Wasser, jawohl. Oua. Ah, okay. So, ja, ich sitze immer ein bisschen unbequem. Nee, da spule ich jetzt zurück. Ich sitze immer ein bisschen unbequem und das ist nicht gut. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber... Toll ist aber was anderes. Ja, ist blöd. Ich komme immer auf STRG. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und STRG bringt halt so ziemlich gar nichts. Naja, gut. Wenn es sein muss, Kinder, ich bin am Start. Immer bereit für einen Schlag. Allzeit bereit oder so. Zack. 140, ey. Es wird mal wieder Zeit fürs nächste Upgrade. Ich habe schon zu lange gewartet.
Ja klar, hat man gewartet. Eigentlich erst 2 Sekunden oder so. Aber ob sie jetzt mal Upgrade wollen. Verwöhntes kleines dummes Kind. Verwöhnt, weil, okay, ihr wisst warum, habe ich gerade erläutert. Klein, weil, ja gut. Und dumm, das hat man auch gerade gesehen. Es ist alles viel zu plausibel. Plausibilibibel. Plausibilibibel. Alter, hallo, hau doch mal nicht ins Nichts, sondern auf die Gegner drauf. Wäre es mal eine Idee? Wahnsinn, ne? Ich weiß, ich habe tolle Ideen. Das musst du mir nicht noch extra sagen, das wusste ich auch schon so. So, erstmal duschen. Okay, so richtig, es gibt besseres Duschen. Naja. So, ich glaube, wir können wieder an der Seite hoch. Und dann die ganze Seite nochmal lang. Sieht zumindest danach aus. Nein. Du sollst da springen. Okay, es hätte... Klar, 10 Meter, der Prinz lebt. 10 Meter Fall, der Prinz lebt, ey. Klar. Sag mal einer, da wäre keine Logik hinter. Ach, ohne Kommentar, ehrlich. Da siehst du Sachen, da kannst du nur den Kopf schütteln und einfach weitermachen. Zack. Ah, schön. Super. Ey, diese, wie der es macht, diesen Überschwingen, Haltegriff, der ist, komme ich nicht drauf klar. Viel zu krass. Krassester Typ, ey. Krassester Typ. So, wie komme ich jetzt da runter, ohne zu sterben? Realistisch, ohne zu sterben. Gar nicht, richtig. Höchstens mit abrollen, aber auch nur allerhöchstens. Dumm. Prinz war nicht im vollen Besitz seiner Sinne oder so. Oder so ein Kack. Komm, wow. Ja, in der Luft. In der Luft ist er noch ein bisschen in die richtige Richtung, ey. Der alte Fuchs. So. Einmal hoch, einmal lang. Und einmal rum, jawohl. Als ob ein Architekt geplant hätte, wo die Wassersäulen hin müssen. Hoppla, jawohl. Also ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber Respekt, Mann. Sphärenbingo, ey. Nichts. Ich hätte sagen sollen, in welchem nichts ist. Ich Idiot. Aua. Nein, nein, nein! Komm schon! Ach, komm schon, okay. Okay, ich hab nicht geraten. Ah, jetzt kann das Wasser auch noch kommen, weil es Bock hat. Ach, danke schön. Finde ich korrekt von dir, oder was? Ich bin so dumm. So, jetzt mache ich es aber sicher. Ohne Mätzchen, ohne Kinkerlitzchen oder was? Sicher. Rot. Blau. 2-0. Ich bin alter Sphären-Bingo-König. Du weißt schon. Ich meine, ich habe das Spiel erfunden. Wer hat's erfunden? Nicht die Schweizer. Tja, okay. Leer. 3-0. 3-0. Merkt euch das. 3-0 für Tuccaloni. So, einmal rüber. Ja, perfektes Timing. Zum Niederknien, ey. Zum Niederknien! Oh. Ja, ne? Geh mal weg. Hallo? Ihr seht mich nicht. Naja, gut, ihr seht mich schon. Oh, warum drücke ich die falsche Taste? Mir fehlt gerade ein bisschen die Musik, bin ich ehrlich, aber... Muss auch mal ohne gehen. Man kann sich auch immer nur beschweren. Sei doch mal dankbar für das, was du hast, ey. Muss man doch mal ehrlich sein irgendwo. Ich meine, ob du jetzt mit 9 Jahren ein iPhone 5 hast oder erst mit 14 Nokia-Handy. Sei froh, dass du überhaupt was hast, ey. Verwöhntes Gör. Nein, Spaß, ey. Was? Lass mal das lieber. 107, 110, 113. Sandpunkte, okay. 115 sogar, oh. Und wieder duschen. Ey, der Prinz ist nicht nur sauber, sondern rein. Der Wahnsinn. Es ist so unglaublich. Nee, Prinz, du wirst nicht nass. Nein, 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 du tust nur so.